Münster von oben. Ich bin Florian Hinteresch und das sind Jakob Braun und Max Aschoff. Wir drei durften zusammen auf das Gasometer in Münster steigen. Eine ordentliche Sicherung durfte hierbei natürlich nicht fehlen. Direkt danach ging es an den 4-minütigen Aufstieg. Oben angekommen empfing uns trotz nicht so schönem Wetter ein toller Ausblick. Hier oben trafen wir dann auch unsere erste Interviewpartnerin, Frau Maren Arndt. Ja, wir haben ein ganz tolles Westfalenhaus, also unsere Alpenvereinshütte, die in Österreich ist. Und wir würden gerne neben diesem Standbein eben noch ein zweites, anderes Standbein eröffnen. Und zwar hier eben in Münster, direkt lokal vor Ort. Und genau, hier erhoffen wir uns, dass wir einfach wirklich für Alt und Jung hier einen Platz bieten können, wo man klettern kann, wo man auf einer Slackline sein kann, ja, wo sich die Leute einfach treffen, wo man Mountainbiken machen kann, genau, wo unsere Geschäftsstelle hinkommt, in das Maschinenhaus und ja, all die Dinge, die uns bei unserem Deutschen Alpenverein verbindet, erhoffen wir hier in Zukunft sozusagen als Hauptstammsitz für uns zu bekommen. Nach diesem Gespräch konnten wir noch ein wenig die tolle Aussicht genießen. Dann ging es auch schon wieder nach unten zu unserem nächsten Gesprächspartner. Christoph Jüst ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Alpenvereins in der Sektion Münster. Wir wollen dieses riesige Gelände in mehreren Schritten entwickeln. Man muss ja sehen, es gibt in Münster und Umgebung zwei kommerzielle Kletterhallen, aber halt nur drin. Wir wollen auch das Angebot für Freiluftklettern anbieten, und zwar hier in dem Bereich des Gasometers, diese 13 Meter hohen Stahlwände da mit Kletterwandstrukturen nach und nach entwickeln, sodass wir hier auch draußen klettern können. Zum Abschluss hatten wir nochmal die Möglichkeit, das Gasometer von innen zu besichtigen. Vor allem der Hall hier war sehr beeindruckend. Das ist unglaublich. Für uns drei war es ein sehr spannender Tag mit toller Aussicht und vor allem vielen neuen Erfahrungen.